Hallo und willkommen zurück bei Fortress Kräftewolf Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. Tut leid, dass ich mich irgendwie komisch verabschiedet habe bei der letzten Folge, aber ich habe gleichzeitig einen Niesreiz gehabt. Und das wollte ich nicht ins Mikro. Deshalb hat man nur die Tibra mehr gehört. Ich habe es gerade nur geschafft, dass ich mich mute. Ja, das ist ungut, wenn die Nase so kitzelt. Ja, ich bin fast fertig mit der Stiege ins aufs Dach rauf. Sehr schön, sehr schön. Die letzten paar Rohre rein. Da ist, glaube ich, noch. Falsche Richtung. Noch eine Reihe, noch eine Reihe. Jo. Bei dem Game wäre ich froh über die Zusatz-Shortcut-Leisten, die man sich bei WoW oft drin hat können. Ja, stimmt. Ich bräuchte da 3-4 übereinander. So, ja, du kannst das scrollen und mit den F-Tasten, ist ja eh schon beschrieben, umschalten. Mhm. Aber trotzdem, es ist ungut, ne? Weil mit drin ist im Bauen. So. Okidoki, Mr. Jones. Ich werde mich jetzt den Schmelzöfen widmen. Ja, ja. Also die Zuleitung habe ich da schon aufgebaut. Mhm. Sehr schön. Da liegt noch ein Blöckchen. Das hole ich mir, das hole ich mir. Einmal, zweimal. Geht's? Geht nicht. Gut, hängt fest. So, ich schaue schon. Okay, das heißt, ich baue jetzt die Energiezellen ab und hole sie mir davor. Oder ich baue mal die Energiezellen, die ich habe. 7 Stück immerhin. Im Prinzip, genau, ich setze genau dorthin.
Eigentlich hätten wir das, glaube ich, sogar nicht einmal so gebraucht. Bis nach unten die Leitung. Die werden wir ja auch auf die Decke geben. Wenn wir schon dabei sind, dann tun wir die 1, 2, 3, ganzen Zuleitungen an die Decke. 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Da oben drauf ist ein Kohlekocher. Pyrothermikgenerator. Kohlekocher. Pyrothermikgenerator. Und da oben, genau, da ist der Storage Hopper mit der Kohle. Soll ich hier kann ich aber die Flitten, oder soll ich auch gleich Rohre nehmen? Was denn? Oben bei den... Alles mit Rohre. Alles mit Rohre, hoppla. Alles mit Rohre, das hat geht das einfach gesagt? Schneller. Okay. Gut. Das ist cool. Bitte nichts mehr in die Dings einfüllen, in die Schmelzhöfen. Nein, nein. Ich baue das nämlich da vorne schon ab. So. Okay. Die stehen dann hier hinten so. Och, jetzt. Da oben fehlt einer. Nee. Was bei mir? Nein. Nein, bei mir. Okay. Also fehlen zwei. Hallo? Ich dachte, ich wäre schon ganz oben. So, das geht bis davor. Das heißt... Ups. Und hier wird... Da ist nichts. Okay, und da... alles schon gleich ausschaut. Dann kommt ein Rohr. So, dann mach ich es nochmal weg. Komme ich hier dazu? Ja, bitteschön. So soll es sein. So, dann werden wir da gleich auf Rohre umstellen, weil da kommen wir dann später nicht mehr dazu. Ein Kohlekocher. Gott sei Dank kann man das mit Tastendruck schön drehen und wenden. Die Lampe da mal weg, scheiße, Entschuldigung. Die habe ich. So. Da setzen wir wieder was rein. Da ist das Rohr. Da kommt der Kohlekocher. Jo, so schaut das dann aus. Sehr fein. Dann die Rohre wieder. Nein. Nein. Ja. So. Und so
geht das, bis ich da hinten runterfalle. Mhm. Ich hätte mir aber noch nie einen Berg so aufbauen können, das wäre einfacher. So, jetzt setzen wir da wieder das Deutschhopper. Füllen die wieder. So, das ist jetzt im Moment ein bisschen Gefitzle da. Gefitzle? Alle Lager. Ja, schauen wir das gleich an. Bis das soweit steht. Okay. Ah, hast du das schon gekappt? Die Energiezufuhr zu den zu der alten Schmelzanlage? Ja. Okay. Läuft es euch du aus? Oder was? Wo meinst du? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Die Kohle. Ich bin bei der Schmelzanlage. Ja, natürlich. Siehst du, dass die... Ja, ich wollte noch die Erze durchlaufen lassen, aber ist ja kein Problem. Ja, du kannst dir das neue schon anhängen. Ja, mach ich gleich. Magst du nur rüber verlängern? Ich dachte nur, das kann ich mir sparen. Dass alles gleich ausschaut. Ich brauche ja dann auch die Energiezellen. So. Gut, da. Gut. Ja. Ich lege jetzt gerade, aber wir werden dann noch einmal. Füllt sich, sehr gut.
fürs Letzte. Fresh. Jetzt kommt hier das Motor. Ja, was sagt ihr denn da? Mit einem lila Aufsatz. Genau. Und ich werde das gleich mal ausholen. Und hoffen. Na bitte. Ja, da ist noch Platz drinnen. Sehr schön. Jetzt steigt es da an und dann darüber. Geht dann da rein. Ah, okay. Remove only. Und der ist auf Add only. Okay, das braucht einige Zeit, glaube ich, bis das energiegeladen ist. Irgendwie, der Schmelzofen will irgendwie keine Energie zulegen. Ich komme mal rauf. So, ich glaube, die angereicherte Kohle, das sollte jetzt wieder passen. Sollte da alles angehängt sein. Ich hoffe, ich habe da nirgendwo was übersehen. Was tut sich da? Unable to find any ore. Ja, du musst da vorher einen Hopper setzen. Ach, ja. Dann wird's nicht gehen. Scusa, das ist genauso das. Wurscht. Die Frage ist, nee, du kannst dem da jetzt nicht. Weil den musst du auf Add Only. Nein, ja. Remove Only. Ja, dann kann er vom anderen Hopper nichts aufnehmen. Ja, ja, das mache ich ja noch. So, Add Remove. Ich muss die ganze Zeile wegnehmen. Wird mir nichts anderes überbleiben. Nein, du kannst da ein Rohr setzen. Das dass da zwei Rohre einfach sind. Ja. Okay, ja. Wird so ein bisschen sein. Ja, ja. Ich würde warte trotzdem, sagen. Bis es ausläuft, weil das Ganze ist ja dann von der Decke runter, ne? Dass wir da durchlaufen können. Okay, das lasse ich mal auslaufen. Das heißt, die hinten kann ich schon wegnehmen und so werde ich. Du hättest. Warte mal. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Wenn du die Kohle nicht direkt über die Schmelzöfen fahren lässt, die Zeile, sondern eins versetzt, dann würdest du sogar noch einen Schmelzofen dann einmal oben hinbringen, einen zusätzlichen. Eins, zwei, ja. Einfach an die Storage Hopper. Achso, dass ich es hinten oder vorne dran setze. Noch einen dran. Genau. Ja, eins zur Retour versetzen, ne? Ja. Dass der Kohlekocher hinten neben dem Storage Hopper und nicht unter dem Storage Hopper ist. Ja. Ja. Weil somit haben wir eine Energiezelle mehr. Ja. Dass du vielleicht Power Storages bis nach oben machst und seitlich dran dann den Kohlekocher. Ah. An der Seite da. Dann werde ich aber, warte mal, werde ich die Energiezellen von da runtersetzen, ne? Nein, nein. Schon die Energiezellen, wo sie jetzt sind, weil sonst tust du den Schmelzofen nicht. Ja, dann muss ich den Schmelzofen auch um eines versetzen und spare mir das zwei Rohre hier vorne. Ach so, ja, das kannst du auch machen. Dass und du müsstest ja. das Rohr darauf mit der Kohle nicht wieder ändern. Nein, das ändert eh nicht. Weil dann hätten wir die Abzweigung da gebaut, an der Decke. Aber stimmt schon, ja. Du brauchst nur in den Ofen versetzen. Du kannst den Rest lassen. Von hier weg die Energiezelle. Ja. Ja. Dann kann ich den Rest lassen. Genau. Und die genau. Ganz oben kannst du auch noch eine setzen.
Wie fühlt sie? Okay, stimmt. Dann kann dann haben wir da einen gescheiten Speicher für die. Ich könnte ja die ganzen Energiezellen lassen. Die nehmen weg. So viel braucht er nicht. Okay. Also auch wenn es dann einmal 4 Schmelzöfen sind, verbrauchen sie das nicht, was die Säule da schon kann. Okay. Die sagen komischerweise nicht viel. Da sind andere Sachen, die wesentlich mehr brauchen. Okay, dann würde das Ganze so ausschauen. Moment. Hier das Storage Hopper. Auf Remove Only. Ja. Dann da. Na, wo ist er? Der Schmelzofen. Den hast du jetzt so aufgenommen, kein Problem. Kacke. Na, weit besetzen. Achso. Komm her, komm her. Muss ihn noch schnell wo rauslegen. Ich hab das den. Hast du, glaube ich, beide. Oder lege mal ja, einfach ja, ich hab rein. Den Kopf, habe ich auch. Ja, und der zweite Schmelz. Ich hab zwei Schmelzofen. Ja, genau, weil ich den gerade abgebaut habe. So, da ist ein Schmelzofen und da ist ein Kopf. Ich habe nur jetzt Kopf, aber ja, keinen ja, mehr. Ja, ja. Legen wir einfach rein ins. Ja. Und da kommt der Storage Hopper. Da kommt da der Schmelzofen her, ne? Ja, aber hinterbei kann ich gleich einen Storage Hopper setzen. So, da praktisch. So, ich gehe ein Stück mit weg. Add only. So. Und jetzt kann ich da oben drauf haben 1, 2, haben in Summe 3 Schmelzöfen hintereinander Platz. Noch 3, ja. Mhm. Na, genau, zwei. Also insgesamt wären es dann 4. Mit Köpfen nur 2. 1. Na warum? Ah ja, 3. Sorry. In Summe 4. Mhm. Ja, hab mich verzählt um 1. Ja. Guter Plan, oder? Ja, passt. Super. Die Frage ist, wenn wir an der Decke kommen mit dem ganzen Zeug. Weil wir wollen ja unten hochlaufen. Ja. Wie viele Storage Hopper ich hinterbei 5 würden reichen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Du brauchst in Wahrheit beim untersten nur den Storage Hopper. Ja, stimmt. Dass ich das wie eine Pyramide nur umgedreht genau, nach oben. Das habe ich gerade bei der angereicherten Kohle da unten gemacht. Mhm. Du siehst das und du baust das praktisch umgekehrt. Ja, ja. Das heißt, ich würde aber von da weggehen. Ja, ja. Den vorn lassen. Ja. Und von hier weg und dann rein. Okay. Ja. Ja, das ist ein guter Plan. Muss sogar, weil er der Remove Only ist, der abgeben ja, würde. Stimmt. Ja, es würde sogar gehen, dass man auf den zusammenführt. Auf ein Rohr praktisch ja, reinfließen lässt. Ich würde ein bisschen einen Puffer lassen. Ja, schon. So, also das einer heißt, kann ab schon hier da kann stehen. Ich auch wegnehmen. Es ist in Wahrheit auch, wenn du mehrere aufstellst, ist okay. Aber jetzt können wir ja gar nichts ohne, dass man da drüber laufen muss. Ne? Wenn da also nicht ja. 4 oder 5 stehen, ist auch okay. Ja, aber ich finde, warum Platz verschwenden irgendwie? Ja. Ach, wir haben's gut, ja. Ja, also ihr seht schon, es passiert da einiges. Gerade. Mhm. Die Tibra wird da weitermachen und ich werde mich jetzt dann nach unten begeben, werde diese vertikalen Rohre, die wir da begonnen haben im Erdgeschoss, werde in die Geschosse runterziehen. Ja. Ja, das ist dann der nächste Task, dass wir die Zwischenlager aufbauen. Und dann, wenn die Rohre durchgezogen sind in die ganzen Geschosse, dann geht es weiter nach unten, weil dann holen wir die Erze rauf von den einzelnen Förderungen. Die angereicherte Kohle steht wieder soweit. Das müsste passen. Da schauen wir dann nachher noch kurz aufs Dach rauf, ob das passt. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Vorteilskräfte Wolf, Let's Play Together mit der Tibra und dem Anduin. Und bis dahin, Happy Gaming und ciao, ciao. Ciao.